Willkommen bei Terra Express. Gefährliche Entdeckung im Garten. Woher kommt uralter Sprengstoff tief in der Erde? Selbst moderne Autos sind offenbar leicht zu knacken. Was Sie wissen sollten, damit Ihnen sowas nicht passiert. Für die einen ist es Landidylle, für andere eine Zumutung. Warum es auf einmal richtig Zoff um Kuhglocken gibt. Verdammt laut wieder. Überraschender Besuch auf dem Hof von Regina Killer. Ein Gerichtsvollzieher steht vor ihrer Tür. Hab ich was angestellt? Doch nicht die Milchbäuerin selbst, sondern ihre Tiere sorgen für mächtig Ärger. Genauer gesagt, die Kuhglocken. Denn seit Wochen fühlt sich Nachbar Reinhard Unterberger durch das Geläut gestört. Tiere weiden direkt vor seinem Grundstück. Für ihn alles andere als idyllisch. Jetzt stehen sie wieder direkt vor unserer Hecke. Sichtweite 10 Meter, verdammt laut wieder. Unterberger erwirkt eine einstweilige Verfügung. Regina Killer soll alle Kuhglocken wenigstens nachts abnehmen. Von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens. Ja, ich weiß nicht, wie sie dir das vorstellen, was ich jetzt eigentlich. Das geht jetzt gar nicht. Was soll ich jetzt machen? Jetzt droht ihr sogar ein Bußgeld. Dabei hat sie schon einige Glocken entfernt. Doch ganz auf sie verzichten will sie nicht. Ausgebüxte Tiere ließen sich sonst nur schwer wiederfinden. Auf geht's. Und Kühe sind manchmal unberechenbar. So wie hier auf der A2. Ein panischer Jungbulle löst ein Verkehrschaos aus. Andernorts bringen Rinder nicht nur sich, sondern auch Menschen in Gefahr. Was den einen wie Musik in den Ohren klingt, ist für Reinhard Unterberger nichts als lästiger Lärm. Ein Moment, ich verstehe jetzt gerade nichts mehr. Ich muss zum Fenster, ich muss zumachen. Die Kuhglocken sind wieder so laut. Als er sein Haus vor 3 Jahren erwirbt, stehen auf dem Nachbargrundstück noch keine Kühe. Aus Platzmangel musste Regina Killer vor ein paar Monaten ihre Weidefläche erweitern. Seitdem erreicht der Lärmpegel ungeahnte Lautstärke. Wow, schon wieder 109 Dezibel. Kuhglocken so laut wie eine Motorsäge. Reinhard Unterberger sucht im Internet nach Rat und merkt schnell, er ist nicht der Einzige, dem Kuhglocken schlaflose Nächte bereiten. Mancherorts werden Bauern deshalb von entnervten Nachbarn verklagt. Auch in der Schweiz gehören wie in Bayern Kuhglocken zur Tradition. Doch Tierschützer befürchten, besonders schwere Exemplare könnten den Tieren schaden. Einem solchen Vorwurf muss nun Tierarzt Eugen Fouquet nachgehen. Markus und Claudia Gantenbein sind Milchbauern mit langer Familientradition. Götze. Doch Eugen Fouquet hat einen Hinweis bekommen. Kühe von Familie Gantenbein könnten durch das Tragen großer Glocken möglicherweise Schaden genommen haben. Kuhglockengegner haben sich an das Veterinäramt gewandt. Sie wollen Fotos angeblicher Schürfwunden im Nacken der Tiere gemacht haben. Auf Weiden von insgesamt 5 Bauern in der Region. Ob auch Markus Gantenbeins Kühe betroffen sind, soll Fouquet nun klären. Dabei kann sich der Veterinär einen Gang über die Weide sparen. Haben Sie Kühe im Stall jetzt? Jetzt haben wir sie im Stall, ja. Gut. Ja. Auf einem der Fotos fällt Gantenbein plötzlich eine Kuh mit großer Glocke auf. Jawohl, und die Kuh? Sie gehört ihm. Bei Dunkelheit oder Nebel sind laute Glocken für ihn unverzichtbar. Ob sich die dokumentierten Abschürfungen tatsächlich an seinen freilaufenden Kühen nachweisen lassen, soll der Tierarzt jetzt klären. Eigentlich ist der Biobauer für seine artgerechte Haltung bekannt. Tauchen aber Verletzungen bei den Tieren auf, steht nicht nur sein guter Ruf, sondern möglicherweise sogar die Existenz auf dem Spiel. Dann das Ergebnis. Der Tierarzt kann an keiner der Kühe Verletzungen durch Glocken feststellen. Erleichterung bei Gantenbein. Also, besser ankommt und wieder schauen. Zumindest in der Schweiz dürfen Kühe ihre Glocken, wenn sie in bebautem Gebiet weiden, nur tagsüber tragen. Bei Regina Killers Kühen soll das nun auch so sein, nach richterlichem Beschluss. Doch weil ihr das tägliche Wechseln zu aufwendig ist, verzichtet sie gleich ganz darauf. Jetzt sind wir glockenlos. Ist halt jetzt so. Gell? Ja. Ja. Er dagegen ist zufrieden. Reinhard Unterberger hat vorerst Ruhe und hofft, dass ihm die Kuhglocken dauerhaft vom Hals bleiben.
Deshalb hatte Regina Killer angeboten, die Glocken durch moderne GPS-Sender zu ersetzen und sich an den Kosten zu beteiligen. Eine Kuh mit Navi? Die Bäuerin ist skeptisch. Im nahegelegenen Ruhpolding testet Landwirt Max Hasselberger genau das schon seit 3 Jahren. Statt Glocken haben einige seiner Tiere GPS-Sender um den Hals. Vom Hof aus will der Bauer damit seine grasenden Rinder in dem 300 Hektar großen Staatswald rund um die Uhr überwachen. Eigentlich sollte er alle 2 Stunden ein Signal empfangen. Irgendwie sendet das GPS-Gerät nicht mehr. Ein Tier scheint sich zudem schon seit längerem überhaupt nicht mehr zu bewegen. Max Hasselberger und seine Frau sind alarmiert. Du Lena, da ist irgendwas mit den GPS-Sender passt nicht. Ja. Aber sicherheitshalber fahren wir mal rauf und schauen, ob das nichts passiert ist. Wie zum Beispiel im Fall von Kuh Yvonne. Monatelang sorgt ihr Verschwinden in Oberbayern für Aufregung. Auch die Suche mit Helikopter und Wärmebildkamera bleibt erfolglos. Wie aus dem Nichts taucht Yvonne dann nach über 90 Tagen wieder auf. Im Ruhpoldinger Staatswald geht die Suche nach dem vermissten Tier derweil weiter. Noch ist unklar, ob nur die Technik versagt hat oder ihr tatsächlich etwas zugestoßen ist. Im schlimmsten Fall haftet der Bauer für angerichtete Schäden. Die Hasselbergers müssen den Ort finden, von dem aus das letzte GPS-Signal gesendet wurde. Also ich weiß jetzt auch nicht, gell? Da war ungefähr das Signal gewesen. Mhm. Aber sehen tut man nichts. Mhm. Aber nicht, dass da irgendwo rumliegt, verletzt und wir haben es übersehen. Vielleicht hat das Tier den Zaun vor dem steilen Abhang durchbrochen und ist in die Tiefe gestürzt. Doch dann die Entwarnung. Ja, Gott sei Dank. Nein, da fällt nichts. Der Zaun ist noch in Ordnung, gell? Da ist es auch nicht. Von dem Rind und seinem Sender weiter keine Spur. Beunruhigt suchen beide die restliche Herde. Immerhin tragen einige Tiere zur Sicherheit weiterhin Glocken. Aber selbst die sind zunächst nicht zu hören. Kurz darauf taucht die Herde aber doch noch auf. Ah ja, das sind sie eh alle, gell? Zählen wir es einmal durch, oder? Dann die große Überraschung. In der Herde steht auch das verloren geglaubte Rind. Ah, da ist sie. Ja, komm her. Ah, der Sender ist nicht mehr dran. Hast ihn verloren, gell? Kühe reiben sich gern an Bäumen. Wahrscheinlich ist das teure Ortungsgerät dabei abgefallen. Aber die Kuh ist da, Gott sei Dank. Das ist die Hauptsache, gell? Die Herde ist also vollzählig und zum Almabtrieb bereit. Trotz moderner GPS-Technik, ganz ohne altmodische Kuhglocken, kommt Familie Hasselberger noch nicht aus. In Holzkirchen hat Regina Killer inzwischen Widerspruch gegen das Kuhglockenverbot eingelegt. Die Folge? Sie muss ihre Weide in 2 Abschnitte teilen. Schauen wir mal, wie lange es führt. Schöne Tradition. Auf der angrenzenden Weide zum lärmgeplagten Nachbarn dürfen nur noch glockenlose Kühe grasen. Die Lizenz zum Läuten haben nur Wiederkäuer auf dem dahinterliegenden Abschnitt. Ein Kompromiss, mit dem Reinhard Unterberger aber unzufrieden ist. Denn die Kühe mit Glocken stehen ihm immer noch zu nahe vor seiner Terrasse. Das muss er nun wohl akzeptieren. Na? Ja, wo bist du denn ausgebüxt? Bist noch ganz schön jung, oder? So 1,5 Jahre, 2 vielleicht. Das Alter erkennt man nämlich an den Hörnern. Je größer, desto älter. Und wenn du mal Mama bist, dann wächst hier für jedes Kalb noch ein Ring, ne? So, jetzt aber zurück zu deiner Herde. Im Zweifel findet sie einfach der Besitzer. Der setzt offenbar nach wie vor auf Glocken anstelle von GPS-Trackern. Sehr beliebt sind GPS-Tracker dagegen mittlerweile, um Haustiere wie Hunde und Katzen zu überwachen. Und manche Eltern kontrollieren damit umstrittenerweise sogar die eigenen Kinder. Dafür gibt es extra Geräte, wie dieses hier. Ein ganz normales Smartphone reicht aber auch. Hier, wenn ich möchte, zeigt mir dieses Tablet, wo ich mein Smartphone vorhin liegen gelassen habe. Im Auto. Denn das habe ich genau da geparkt. Sehr unglaublich. Klaus-Dieter Matschke will gerade Unterlagen aus seinem Wagen holen. Doch die Einfahrt ist leer. Ein Schock.
Vielleicht weiß sein Fahrer Viktor mehr. Hallo Viktor, ich bin's. Sag mal, hast du das Auto irgendwo anders geparkt? Eigentlich müsste es vor der Garage stehen. Auch Viktor Erschow ist ratlos. Mann, wo hast du das Auto hingestellt? Das Auto steht nicht hier. Ich habe das Auto gestern Abend auf dem Parkplatz gestellt. Auf welchem Parkplatz? Hier vorne. Ja, das ist weg. Erschow durchkämmt die Nachbarschaft. Nichts. Bei einem Diebstahl hätte die Alarmanlage des teuren Neuwagens eigentlich anspringen müssen. Es sei denn, die Diebe hatten einen Schlüssel. Ich habe meinen Schlüssel eigentlich immer hier liegen. Ich verstehe gar nicht, an den Schlüssel kann ja niemand rankommen. Sicherheitshalber beschließt Matschke, die Polizei einzuschalten. Guten Tag. Mir ist mein Fahrzeug entwendet worden. Offenbar nicht der einzige Fall von Autodiebstahl in der Region. Wir werden die Fahndung dann jetzt schon mal rausgeben. Mhm. Derweil versuchen die Beamten, verwertbare Spuren zu sichern. Kommissar Polesch tippt auf Hightech-Täter. Nur das würde erklären, warum der Diebstahl so unauffällig vonstatten gehen konnte. Trotz Warnanlage. Es könnte sein, dass sich die Täter einer neuen Technologie bedient haben. Hier ist es ihnen sogar gelungen, den Bewegungsmelder außer Kraft zu setzen. Die Masche hat offenbar Erfolg. Ich muss Ihnen leider mitteilen, wir hatten eine Serie von mehreren Diebstählen von hochwertigen Kfz hier in Friedberg und Mittelhessen. Mhm. Die Chancen sind im Moment leider nicht allzu gut. Matschke hat zwar eine Vollkaskoversicherung, aber ob die zahlt, ist ungewiss. Der geklaute Wagen kostet rund 80.000 Euro. Auch Mike Wehner im hessischen Bad Camberg hat sein Fahrzeug am Abend zuvor in der Auffahrt geparkt. Am nächsten Tag steht der abgeschlossene Wagen zwar noch dort, aber irgendetwas stimmt nicht. Was ist denn hier los? Seine Sachen sehen seltsam durchwühlt aus. Und mit dem Klang seiner Musikanlage stimmt auch etwas nicht. Eigentlich wollte Mike gerade mit seinem Kumpel wegfahren. Na, alles klar, können wir los? Nein, hier ist alles durchwühlt. Also wurde das Auto aufgebrochen, oder? Nee, das Auto war zugeschlossen, wie immer. Trotzdem war jemand drin. Hoffentlich sind die Boxen im Kofferraum noch da. Fehlanzeige. Mikes ganzer Stolz offenbar geklaut. Vielleicht haben die Täter ja Spuren hinterlassen. Ja, hier ist anscheinend nichts zu sehen, also... Ja, ich hier auch nicht. Keine Kratzer oder andere Einbruchsspuren. Also, wir müssen hier mit dem Schlüssel reingekommen sein. Fragt sich nur, mit welchem? Den Diebstahl kann sich auch Mikes Opa nicht erklären. Der Verstärker ist weg. Ja, wie kann das sein? Ist doch abgeschlossen. Und der Ersatzschlüssel? Ja, hier ist er auch noch drin. Ja, was soll ich denn jetzt am besten machen? Ja, muss zur Polizei. Anzeige gegen unbekannt. Mikes Golf 3 hat einen mechanischen Schlüssel, der nur unter strengen Auflagen kopiert werden darf. Kommissar Uwe Meyer kommt Mikes Fall indessen bekannt vor. Ja, also das Auto war auch wieder zu. Okay. Deswegen bin ich auch ziemlich verwundert, wie das passieren konnte. Es war in letzter Zeit schon in einem oder anderen Fall, wo wir uns eben auch nicht erklären konnten, wie die Autos eben aufgemacht worden sind. Wie hoch ist die Chance, dass ich das wieder bekomme? Gute Frage. Nächste Frage. Auch bei den Tätern tappt die Polizei im Dunkeln. Fest steht nur, die Diebe haben anscheinend Schlüssel benutzt, um die Wagen zu öffnen. Mike Wehners Fall gehört zu einer Serie von etwa 17 Autoeinbrüchen im Raum Limburg. Lange fehlt von den Tätern und ihrem Diebesgut jede Spur. Doch dann gibt es plötzlich einen Hinweis. Der führt ins nahegelegene Montabaur, direkt auf einen Bahnhofsparkplatz. Auf dem abgelegenen Gelände machen sich gerade zwei junge Männer mit Taschenlampen an Autos zu schaffen. Zufällig kommen Kollegen von Kommissar Meyer vorbei und schöpfen Verdacht. Guck doch mal da drüben. Was machen denn die zwei? Die knacken doch ein Auto, oder? Die zwei Ganoven werden auf frischer Tat ertappt. Einen der Verdächtigen können die Beamten gerade noch fassen. Polizei! Schnell wird klar, das Ziel sind nicht die Autos, sondern die Wertsachen in den Fahrzeugen. Und zum Auto. Ich hab ihn. Ich nehm den Rucksack mit. Der enthält Erstaunliches. Mehrere Fahrzeugschlüssel. Ein lang ersehnter Hinweis. So, da sind Täter festgenommen worden. Jetzt kommt endlich Licht ins Dunkel.
Die Täter gehören zu einer Bande, die alte Autoschlüssel vom Schrottplatz aufkauft und sie dann, per Zufallsprinzip, an baugleichen Fahrzeugtypen ausprobiert. Immer wieder mit Erfolg. Die Hersteller kennen das Problem der älteren Fahrzeuggeneration und arbeiten daran, den Diebstahlschutz ständig zu verbessern. Eine hundertprozentige Sicherheit können sie trotzdem nicht garantieren. Mike Wehners geklaute Boxen sind inzwischen wieder aufgetaucht, allerdings kaputt. Und weil sie nicht fest eingebaut waren, zahlt die Versicherung nicht. Vielleicht dreht sich ja auch der Fall von Klaus-Dieter Matschke um Autoschlüssel. Er hat sich schon ein neues Fahrzeug gekauft. Mit einer Zusatzdiebstahlsicherung für 1000 Euro Aufpreis. Auch seine Versicherung will vorerst nicht zahlen. Das ist ja ungeheuerlich. Die Ermittler vermuten, dass beim Diebstahl seines Wagens eine Hightech-Methode im Spiel war. Das macht den Fall für Kriminaloberkommissar Ralf Zentgraf und seine Kollegen extrem schwer. Nein, wir haben weder Zeugen noch Hinweise, noch wissen wir, wo das Fahrzeug verblieben ist. Bei Recherchen zum Thema Funkautoschlüssel kommt immer wieder sein Name ins Spiel. Udo Hagemann, Kriminologe und Sicherheitsexperte für sogenannte programmierte Autodiebstähle. Hand nur an die Klinke, Wagen öffnet sich, ja, das Gerät unter der Jacke. Der Fachmann sieht besonders bei sogenannten Keyless-Systemen mit Funkautoschlüsseln Sicherheitslücken. Für Terra Express testet er deshalb zwei Beispiele von Fahrzeugmodellen mit Keyless-System. So wie das von Klaus-Dieter Matschke. Das System verschließt den Wagen automatisch, sobald sich der Fahrer mit dem Funkschlüssel entfernt. Wir testen jetzt den Funkreichweitenverlängerer der dritten Generation und schauen, wie viele Fahrzeuge wir heute aufbekommen. Hagemann ist überzeugt, damit lassen sich verriegelte Autos in Sekundenschnelle öffnen. Der Funkschlüssel ist jetzt über 50 Meter vom Testwagen entfernt. So, der Wagen ist verschlossen. Jetzt machen wir unsere Geräte an. Okay. Ein Gerät fängt die Funkwellen ab, die der Autoschlüssel sendet. Diese Signale werden an ein zweites Gerät, den Empfänger, übertragen, der sie ans Auto weitergibt. Das lässt sich jetzt mühelos öffnen und sogar starten. Das nächste Testfahrzeug, derselbe Trick. Das Funksignal des Originalschlüssels wird abgefangen und an ein Empfangsgerät weitergeleitet. Damit kann Hagemann auch dieses Auto problemlos wegfahren. Er vermutet, dass sich Diebstähle von Neuwagen auf diese Weise abspielen. Die angefragten Hersteller geben sich teilweise bedeckt. Die Daimler AG antwortet sinngemäß, die Keyless-Go-Funktion könne bei neueren Schlüsseln ausgeschaltet und Manipulationen so verhindert werden. Renault will von solchen Diebstählen noch nie gehört haben. Auf Klaus-Dieter Matschke wartet derweil neuer Ärger. Sehr unglaublich. Das Auto ist schon wieder weg. Matschke kann es kaum fassen. Die Täter haben auch sein neues Auto geklaut, trotz zusätzlicher Diebstahlsicherung. Offenbar hat der Trick mit den abgefangenen Funksignalen wieder geklappt. Und noch eine schlechte Nachricht. Von seiner Versicherung erhält er immer noch kein Geld. Nach zwei Diebstählen in nur 3 Monaten hat sich Klaus-Dieter Matschke jetzt ein bei Langfingern angeblich weniger begehrtes Fahrzeugmodell gekauft. Und das behalten neue Kameras in seiner Auffahrt immer im Auge. Hoffentlich hilft's. Damit Ihr Auto nicht aufgrund des Keyless-Schlüsselsystems geklaut wird, gibt es übrigens ein paar einfache Tricks. Sie müssen nur die Funkwellen unterbrechen. Dazu können Sie zum Beispiel den Schlüssel in einen Bunker legen. Wenn Sie gerade keinen zur Hand haben, dann reicht auch ein Kühlschrank. Und wenn Sie unterwegs sind, und das ist kein Witz, dann wickeln Sie den Schlüssel am besten in Alufolie ein. Und zwar so 3 bis 4 Mal, damit es auch wirklich etwas nützt. So, der Lärm, der nervt jetzt aber echt. Es wird eng für Rudi und Ursula Krieg. Immer dichter rücken die Backer an ihr Grundstück heran. Da wird noch einiges auf uns zukommen, so wie ich das sehe. Irgendwo da unten könnte sie sein. Carsten Bubke und Wilhelm Otte von der Umweltbehörde suchen im Boden nach einer gefährlichen Altlast. Die soll hier ganz in der Nähe liegen. Schlechte Nachrichten für Rentner Rudi Krieg. Unsere Daten, die wir bis jetzt haben, deuten eigentlich darauf hin,
dass das hier irgendwo sein müsste. Die Aufregung in der Kleinstadt Schneverdingen geht auf eine Entdeckung im Jahr 2008 zurück. Im Hauptstaatsarchiv Hannover suchen Spezialisten gerade nach Hinweisen auf ökologische Altlasten, als ihnen plötzlich eine alte Zeichnung in die Hände fällt. Der Plan eines riesigen, längst vergessenen Munitionslagers. Einzige Ortsangabe, irgendwo in Schneverdingen. Ein schwieriger Fall für Umwelttechniker Carsten Bubke und sein Team. Sie suchen eine Nadel im Heuhaufen. Also wo das genau ist, habe ich überhaupt noch keine Ahnung. Ist das hier die Landesstraße? Ja. Und dies wird die Reichsbahnstrecke sein? Doch auf das ehemalige Munitionslager liefert die Karte nur vage Hinweise. Da es sich ja um eine Rüstung als Altlast handelt, müssen wir ja davon ausgehen, dass da ein Gefahrenpotenzial von ausgeht. Und da müssen wir unbedingt mehr zu rauskriegen. Nur eines wissen die Experten. Die Altlast stammt noch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. In Schneverdingen entsteht nach dem Krieg wie vielerorts eine Munitionsentsorgungsanlage. Dort lagert auch explosives TNT. Bubkes Verdacht, der Sprengstoff wurde seinerzeit einfach vergraben. TNT explodiert zwar nicht so leicht, ist aber extrem gesundheitsgefährdend, vor allem krebserregend. Deshalb müssen die Ermittler den genauen Standort jetzt möglichst schnell finden. Da kommt dem Experten eine Idee. Im Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten jede Menge Luftaufnahmen gemacht. Einige davon lassen sich die Fahnder aus einem Londoner Archiv schicken. Größere Gebäude sind zwar nicht erkennbar, doch ein winziger Punkt weckt Bubkes Aufmerksamkeit. Das sind diese Strukturen, die man da erkennen kann, die ja auch auf dem Plan sich wiederfinden lassen. Und darüber sollten wir das dann eingepasst bekommen, denke ich. Ja. Was sie beunruhigt, wo damals die Munition entsorgt wurde, ist heute ein Wohngebiet. Etwa 1000 Menschen leben auf dem Areal, so wie Rudi Krieg und seine Frau. 1965 sind sie hier eingezogen, haben 40 Jahre lang das Haus abbezahlt und ihre drei Kinder großgezogen. Und das alles vielleicht auf gesundheitsschädlichem Sprengstoff. Genau das befürchtet Carsten Bubke. Hallo Herr Krieg, wir wissen noch nicht genau wo, es ist aber hier im Nahbereich. Das hört sich ja nicht so gut an. Möglicherweise tickt hier eine Zeitbombe. Denn viele Gartenbrunnen im Viertel sind Grundwasser gespeist. Bubke beginnt im ganzen Wohngebiet Wasserproben zu nehmen, aus gutem Grund. Alle, die mit diesem Gartenwasser in Berührung kommen, haben unmittelbaren Kontakt zu dem TNT. Und tatsächlich, eine Wasserprobe weist geringe Spuren des Sprengstoffs auf. Bubke forscht weiter, 6 Jahre lang, nimmt hunderte Proben. Immer enger wird der Kreis um das Munitionslager. Dann sind sich die beiden Fahnder endlich sicher, sie haben den Standort gefunden. Das war hier. Muss hier vorne sein, genau Grundstücksgrenze. Die Ermittler lokalisieren den Hotspot mitten auf der Straße, genau vor Rudi Kriegs Haus. Jetzt kann nur noch schweres Gerät weiterhelfen. Denn die Experten vermuten, dass das TNT tief in der Erde vergraben liegt. Der Bagger rückt immer näher an das Haus des Rentner-Ehepaars. Doch dann? Werner, stopp! Warte mal! Guck mal, das wird da ganz schön hektisch draußen. Carsten Bubke und sein Team stoßen auf etwas Seltsames. Willem, das könnte hier was sein. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Das ist kristallines Material. Könnte TNT sein. Vielleicht sogar noch sprengfähig. Welche verheerende Wirkung eine Sprengstoffexplosion mitten in einer Stadt hat, zeigt die Katastrophe im niederländischen Enschede. Im Jahr 2000 geht dort eine Feuerwerksfabrik in die Luft. Ursache unbekannt. 1000 Menschen werden verletzt, 23 sterben. Ob es sich bei dem Fund vor dem Haus der Kriegs tatsächlich um Sprengstoff handelt, müssen die Ermittler jetzt schnell klären. Dazu genügt ein einfacher Farbtest. Ja, bitte. Typischer Farbumschlag für TNT. Ja. Die Proben enthalten zwar bis jetzt nur geringe Mengen TNT, aber die Spur führt direkt zu Rudi Kriegs Haus. Ja, Herr Krieg, das ist technisch
nicht anders möglich, als dass wir auf ihr Grundstück rauf müssen. Hoffen wir, dass das Haus nicht darunter leidet. Doch es hilft nichts. Meter für Meter muss das Grabungsteam das Grundstück umflügen. Und stößt dabei schon nach wenigen Stunden auf immer mehr TNT. Willem, hier sind kleine Brocken, große Brocken. Hier ist relativ viel Material. Schnell klafft zwischen Haus und Bürgersteig eine riesige Grube. Und darin macht Carsten Bubke eine weitere beunruhigende Entdeckung. Willem, es ist erschreckend, wie viele Leitungen hier liegen, wo die Leute durch das TNT gebuddelt haben, ohne es zu merken. Hier liegen ja die Gasleitungen, Erdungskabel, Stromkabel. Sogar Blitzableiter enden hier. TNT detoniert zwar nicht ohne weiteres, aber keiner weiß, was bei einem Blitzeinschlag passiert. Die Kriegs halten den Atem an. Ihr Vorgarten völlig verwüstet, die Eingangstreppe verschwunden und im Boden jede Menge Sprengstoff. Vielleicht wird die Explosionsgefahr so groß, dass sie nicht mehr in ihrem Haus bleiben können. So wie in München im Jahr 2012. Damals werden 2500 Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Der Grund? Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss vor Ort gesprengt werden. Der dabei entstandene Sachschaden geht in die Millionen. In Schneverdingen kann Bubke dagegen Entwarnung geben. Das feuchte Winterwetter ist die Rettung. Wir haben ja richtig Glück gehabt. Sie sehen es ja, es staubt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit auf ein Gewitter ist auch sehr gering. Doch ihr Haus können die Besitzer inzwischen nur noch über die Kellertür betreten. Als wäre das nicht schon genug, sollen sie sich auch noch an den Kosten für die Sanierung beteiligen. Wir sollen 30.000 Euro bezahlen. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Und das, obwohl sie doch gar nicht Verursacher der Gefahr im Untergrund sind. Er ist eben Zustandsstörer, oder die Familie Krieg sind die Zustandsstörer. Das ist eben das offizielle Rechtsdeutsch. Auch wenn die Familie nicht für die Altlasten verantwortlich ist, sie liegen auf ihrem Grundstück und gefährden andere. Genauso trifft es 2008 über 30 Grundstückseigentümer in Hannover. Bis 1902 stand hier eine Chemiefabrik. Die hat den Boden chemisch und radioaktiv verseucht. Seine Sanierung kostet rund 2,4 Millionen Euro. Die Hälfte müssen die Grundstückseigentümer übernehmen. Auch in Schneverdingen soll das Ehepaar Krieg jetzt mitbezahlen. 30.000 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Draußen graben Bubke und sein Team den Boden mittlerweile mit Schaufeln um. Alles andere wäre jetzt zu gefährlich. Mit dem Bagger können wir hier nicht weiterarbeiten. Wir wissen ja nicht, ob wir irgendwelche Zündkapseln oder was haben. Also, wir werden das händisch weitermachen müssen. 3 Monate dauert es, bis das TNT entfernt ist. Insgesamt 5 Tonnen Sprengstoff kommen am Ende zusammen. Die aufwendige Entsorgung kostet 250.000 Euro. Für die Kriegs gibt es immerhin eine gute Nachricht. Wegen ihrer geringen Rente müssen sie doch nichts zuzahlen. Auch ihr Garten ist inzwischen wieder hergerichtet. Letzten Endes sind wir froh, dass das alles so geklappt hat. Ne? Und ein gewisser Stolz ist da sicherlich auch drin. Es ist alles gut gegangen. Bis jetzt. Denn ob unter der Siedlung in Schneverdingen weiteres TNT schlummert, weiß keiner. Deshalb muss Bubke das Grundwasser noch über Jahre kontrollieren. Das war Terra Express für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.